Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Retro-Review. Heute zeige ich euch eine gute alte Polaroid Land Camera 3000. Viel Spaß! So, hier haben wir einmal eine Polaroid Land Camera 3000 vom Jahr 1977. Typisch zu erkennen halt an ihrer Schrift. Hier unten einmal. Hier vorne kommt immer das Bild raus, das man aufgenommen hat. Wir haben hier einmal den Auslöser, um halt das Bild aufzunehmen. Dann einmal das Rädchen hier vorne, um die Sichtweite einzustellen. Und einmal hier kann man auch einstellen. Das ist dann für die Helligkeit. Ja, von der Rückseite her eigentlich gar nichts, außer hier noch ein Halteband und wo man halt durchschaut, um ein Foto aufzunehmen. Das war der Standard von der Kamera. Dann kam noch ein Blitz, den man dann befestigen konnte. Einfach hier oben rein festmachen und schon saß er. Dann nahm einfach mal das Objektiv runter und da könnte man eigentlich schon loslegen. Konnte. Wenn man natürlich die geeignete Batterie noch hatte für den Blitz. Und zwar drei AA-Batterien. Dafür ist er aber auch gut, aber für die Verhältnisse so heutzutage ist das schon ein bisschen grell, sag ich jetzt mal so. Sehr stark der Blitz noch von den 70ern. Aber sonst alles in einem funktioniert wunderbar. So, dann haben wir hier auch noch einmal einen Film. Den habe ich mir auf Amazon bestellt. Das sieht dann so aus, wenn er leer ist. Man hat den Film folgendermaßen damals reingemacht. Man hat vorne mit dem Regler hier an der Seite einmal drücken, dann ging die Klappe auch schon auf. Dann nahm man die Kassette, dann hat man sie so reingeschoben, dann einmal kurz drücken, so, dann hat man zugemacht. Jetzt will das gerade nicht. Ja, so. Dann so. Und dann hat sie auch schon die Geräusche gemacht. Man konnte man eigentlich halt auf den Auslöser drücken und dann würde auch schon ein Bild rauskommen. Ja, Polaroid Land Cameras wurden noch viele, viele Jahre weiterentwickelt. Mal kamen sie auch von den Seiten raus. Sonst eigentlich überwiegend nur vorne. Was man hier vielleicht noch hier hinten sehen kann, das ist einmal da. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, wenn ich das mal ranzoome. Zwar genau dieses kleine hier, das kann man jetzt zwar schlecht erkennen, aber hier steht immer die Anzahl drin, wie viele Fotos man noch aufnehmen kann. In dem Fall kann man es jetzt nicht sehen, aber hier steht jetzt eine 10. Das ist die Standardzahl gewesen damals, aber die haben es auch auf Amazon gekürzt auf 8 Bilder. Und für 20 Euro ist das schon sehr happig, ja, diese Bilder überhaupt zu kaufen, beziehungsweise die sind doch meist am abgelaufen. Ja, das war eigentlich soweit das Retro-Review zur Polaroid Land Camera. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich vielleicht als nächstes vorstellen soll. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.